Ha, servus, grüß euch. Hier ist der Volker aus Istrien. Liebe Drehleifleser, herzlich willkommen. Es ist einiges passiert in letzter Zeit. Also mein Training, glaube ich, hat wahnsinnige Fortschritte angenommen. Ich fühle mich richtig gut. Mir brennen zwar heute schon langsam am vorletzten Tag die Füße, aber damit muss ich leben. Also gerade mal ein bisschen die Oberschenkel. Aber ich denke mal, jetzt mit 18 Kilo weniger und es werden noch einige fallen, bin ich in optimaler Vorbereitung auf den Klagenfurter Marathon Ironman. Und wenn ihr mich jetzt fragt, ob ich vielleicht aufgeregt oder nervös bin, ich muss ehrlich sagen, es kommt langsam Aufregung. Es wird richtig spannend, auch gerade wenn wir im Team laufend drüber reden. Bin gespannt, wie ich das wegstecken werde, aber ich weiß, dass wir laut unseren Besprechungen noch unheimlich optimale Vorbereitungen kriegen. Ich sage mal hier auch ein recht herzliches Dankeschön an unseren Trainer, weil das, was der Heinrich und der Steffen hier mit uns abgezogen haben, ist sensationell. Also ich finde es super. Und was natürlich super rüberkommt, sind die Radstrecken, die Führungen von Istria Bike mit den Tesas, ist eine Sensation. Weil erstens, wie sie sich um uns kümmern, was sie mit uns machen. Und Istria mal von der anderen Seite zu sehen, als immer nur so im Urlaubsland, ist einfach toll. Ich freue mich drauf, ich freue, dass ihr super in eurer Vorbereitung seid. Und ich kann euch sagen, umsetzen lässt sich das Ganze nur, weil ich es einfach gern tue. Ich liebe es, I love what I do. Und keep on training, gib niemals auf.